Herzlich willkommen hier zu einer Folge hier auf dem Marsch, noch im Marsch, Version 1.8. Ich fahre jetzt zurück zum Hof. Den globalen Markt habe ich aktiviert. Das heißt, mal schauen, was da für Preise sind. Ne? Wenn da Preise besser sind. Hier haben wir 80.000 verdient bei Preis von 1.100. Was an sich ganz gut ist. Aber es kann ja auch mehr sein gerne, ne? Und wenn der globale Markt leer ist, können wir da mal gleich mal schauen, dass wir Verkauf kriegen. Das werden wir jetzt mal machen, ne? Halt mal zurückfahren und dann den Kohle gleich mal aufmachen hier. Nicht vergessen. Ne, wundern, dass es nicht geht. Denn die Milch muss normalerweise gleich nach dem Melken verkauft werden, weil ja, Milch hält sich leider nicht lange. Ne? Also die wird schnell mal ganz schlecht. Ne? Und das wäre ganz schnell mal sehr schlecht. Also im Grunde nach dem Melken wird die meiste Molkerei gefahren. Heute ist es ein bisschen anders. Heute ist es einmal am Tag, glaube ich. Muss sich auch lohnen. Ne? Und heute haben sie auch ganz andere Möglichkeiten zum Kühlen als. Rund 30 Jahre, ne? Es wird Nacht, ne? So sagen wir dunkel, ne? Es wird schummrig, sag mal so. So. Wir haben noch eine 80 Liter. Das heißt, noch zweimal auf jeden Fall noch. So, und der sind ja auffüllt. Gucken wir gleich beim Markt nach, was die Preise sagen. Das muss man hier da sein. Auf R und da kann man auch mal kurz synchronisieren. Habe ich ein Problem? Glaub schon. Keine aktuelle Version. Das ist schlecht. Ich habe den Server. Ich dachte, es auch ein anderes Programm gibt dafür. Gerade ein Update und Rockabout Company. Ja, mal Pech, ne? Dann mal woanders hinfahren. Ne? Das mag ich jetzt nicht. Wir probieren mal, ob wir abkippen können. Wenn nicht. Jo. Geht's halt zum Bäcker, ne? Warum sage ich 80.000 ab, ne? Wenn die Milch wird ja abgekippt, zwar in dem Bereich hier. Ah, kein Symbol. Nix. Ja. Gut, dann fahren wir zum Bäcker. Muss ich mal bei Gelegenheit mal schauen. Ich weiß nur, dass das da Prinzip ein Update gab. Habe ich hier eigentlich aktualisiert, aber glaube ich global Market vielleicht auch ein Update, kann auch sein. Muss ich schauen. Muss ich bei der Seite vorbeischauen. Es gibt ja viele Mods, die bei ModHub sind, wo man aktualisieren kann. Aber die da nicht drin sind, die kann man noch nicht aktualisieren. Und der globale Markt ist da nicht drin mit drin. Warum weiß ich auch nicht? Wahrscheinlich, weil das ja, weiß ich, Skript ist oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Schlachter wollen wir auch noch die Tiere fahren, ich weine. Oh, was vor uns. So. Können wir heute Nacht gar nicht schlafen. Aber mal sehen. Wir werden umstellen auf 6 Tage auf jeden Fall zum Winter und
Was ist denn hier los? Dann Hindernis. Auge behalten. Es war ein bisschen Umweg. Egal, ne? Wollte ja mal die Landschaft kennenlernen, ne? Ein ganz wilder Fahrer. Die Polizei heute nicht da ist. Da war hier nur so eine engen Kurven. Nichts für LKWs. Naja, gut. Ich sag mal so rum. Irgendwo kann man auch nicht so reell spielen. Ne? Naja, gut, jetzt fahren wir 95. Da kann man so eine Kurve nicht fahren mit LKW. Ne? Das ist halt so. Ne? Irgendwie sind die Straßen zu schmal. Oder die LKW so groß. Das weiß ich auch nicht. Das Verhältnis könnte nicht passen. Bäcker sind da, ganz klar. Kann ich nicht beurteilen, wie das aussieht, ne? Ob der LKW von der Größe her zur Straße passen würde. Dass ich 1 zu 1, das dauert Ewigkeiten. Warum so lange? Nachdenken. Der Tier um Stadion braucht einen LKW. Und der ist ja hier schon woanders, so, das geht nicht. Schweine füttern. Dann müssen wir anders machen. Das brauchen wir lange. Wieso man hoch sie doch? Wieso geht der nicht? Wenn wir Geld kriegen, dann können wir gleich sagen, okay. Das geht nicht. Höchstwahrscheinlich brauche ich eine andere Version. Aktualisierte so. Schweinefutter. Dann haben wir unsere Ruhe, ne? Fangen wir den großen Stall an. Verkauf dauert ja dabei. Siehst du, da läuft immer noch der Verkauf. Da kam unser Lager rein und ran und holen das raus. Wir haben mal was drin. Vorne hier mal neu kaufen. Quatsch. Die produzieren ja nicht, wir kaufen vor der Jahr, ne? Das machen die heutigen Betriebe auch so. Die stellen nicht selber her. Das lassen die sich entsprechend mischen. Dann liefern. Wahrscheinlich, weil sie auch entsprechend gar nicht die Möglichkeit haben, in der Menge die Rohstoffe einzukaufen oder selber herzustellen. Da wäre der Arbeitsaufwand für die Einzelnen viel zu groß. Wenn man ein großer Hersteller für Futter die Waren einkauft, einen großen Händler, die oberen Stelle wollte ich verkaufen, da hätte man nichts verändern. Da werde ich die Schweine verkaufen. 80.000, ja. Der Futterputzer hier. Ja, um Glück. Und sobald die Milch verkauft ist, Quatsch. Ja, die Milch auch. Sobald ich da die Freunde verkauft habe, werde ich die Stelle verkaufen. Und dann werde ich diesen Fall auch verkaufen. Dann kommt hier noch ein Rindermast hin. Ein klein für die Bullen. Und da werde ich den gleichen die Beine da drüben aufbauen. Das ist unorganisiert, ne? Dass wir einen Haufen mehrere Sachen haben. Dann müssen wir nicht so viel herkutieren. Wenn wir zwei Stellen versorgen müssen, ja, und nicht drei oder vier.
Gut. Auf zur Milchlasse. Kurz orientieren. Becke. Beim Bäcker ist er hier, ne? Bäcker, der ehemalige Bäcker, den gibt es jetzt als Produktion zu platzieren. Und da fehlt mir aktuell noch ein bisschen an Grundrohstoffe. Zum Beispiel Zucker. Zucker müsste ich dann kaufen, das wäre zu teuer. Deswegen ist das nächste, was ich bauen werde, als Fabrik, die Zuckerfabrik. Und dann kommt die Bäckerei in Reichweite. Das Geld werden wir uns aber erst verdienen mit Bierverkauf, ne? Und da sind wir beim Hopfenhahn. Das heißt, vom Winter wird großes Bier hergestellt und dann auch Bier verkauft. Dann können Sie wieder anstoßen mit Bier. So, jetzt fahren wir schnell den Milchwagen, wenn wir jetzt erstmal abstellen. Die müssen Schweine noch loswerden, ne? Und wenn diese große Schweine, naja, kriegen sie bald selber Junge, ne? Bei 0,5 Jahren ist es soweit. Muss man nächstes Mal schauen, wie ich das hinkriege mit dem globalen Markt. So. Hatte ich schon einen großen oder einen kleinen? Ich habe schon einen großen gehabt. Ne? Michael, wo ist er? Ah, da steht er. Oh, Gott sei Dank. Wie gehen wir noch an? Also, Kälber haben wir nicht umstallen. Die rennen nicht weg. Da können wir euch jetzt sicherlich mehr zu. Aber wir haben uns immer Schweine verkaufen. Auch zum Stall Nummer 1. Das Futter kriegen wir leider nicht raus. Aber gut, das ist ja auch gar nicht. Denn da, wo die vier Ställe sind, können wir theoretisch dann auch die zwei mit dem Platz, was links zur Verfügung ist, platzieren. Ne? Dann haben wir zwei Ställe auf einen Haufen. Dann müsste man hier noch irgendwie ein kleines Lager errichten oder zumindest den Verkaufssilo umbauen, also umplatzieren. Das Wasser, den können wir wegnehmen. Brauchen wir nicht. Denn haben wir auch einen Fleck, ne? Da brauchen wir nicht so viel fahren. Ne? Sparen wir Zeit ein. Ja, 100 Kilo oder genau richtig. So. Wir würden schönes Geld bringen, aber wir veredeln das weiter. Hat so viele drin hier. Schon noch mal 6. Nichts drinne. Da gemacht, nicht versteht ihr, wa? Jetzt habe ich sie drin. Jetzt geht's zum Schlachter. Zum Schlachthof. Das ist aber schon eigene Produktion, ne? Das funktioniert schon mal. Rinder haben wir noch keine. Wenn mal gleich dichter machen, ne? Schnell Gas geben.
So, Zuschauer, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich sage mal Tschüss und Ciao, Ciao. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, ich würde mich freuen über jeden Like, jedes Abo oder Kommentar. Einfach rein, alles kostenlos. Mitmachen, habt ihr Vorschläge, habt ihr Wünsche, einfach reinschreiben. Ich versuche es hinzubekommen. Nichts da. Keine Verarbeitung. So, ne? Tschüss, Ciao, Ciao. Tschüss.